In dieser Minecraft-Welt befindet sich ein Mythos mit dem Namen Candyman. Viele Menschen bekommen Albträume beim Ansehen dieser Kreatur. Es passieren auch viele mysteriöse Sachen in dieser Welt. Diese Kreatur ist nicht nur ein Minecraft-Mythos, sondern ist auch eine der gruseligsten Minecraft-Kreaturen, die ich je gesehen habe. Bevor das Video anfängt, würde ich euch bitten, dieses Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke anzuschalten, da fast 100%, die die Videos gucken, meinen Kanal nicht abonnieren. Ich würde sagen, viel Spaß mit diesem Video. So, angekommen sind wir in einer Pilzlandschaft und ich sehe hier schon komische Sachen. Und zwar, was ist hier passiert? Als ob hier irgendwie so ein Pfeil durchgeschossen hat. Da hinten, seht ihr das? Hier so eine unsichtbare Barriere, die hier einfach die Pilze abgeschnitten hat. Was ist hier passiert? Das ist sehr, sehr komisch. Ich sehe, hier hinten sind auch schon Bäume. Ich glaube, ich hole mich hier schon welche. Was ist eigentlich die Chance, dass hier Bäume spawnen? Wie selten ist das? Ich sehe hier schon hier so ein komplett grauer Fluss oder See, was auch immer das ist. Aber ich habe noch nie so ein Wasser gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt doof ist, dass ich das sage, aber ich habe noch nie so ein richtig verschmutztes Wasser gesehen. Alter, das ist auch komplett nebelig. Ich hole mir lieber so viel Holz, wie ich nur holen kann, weil das ist das einzige Holz, was hier gibt. Es gibt hier kein einziges Holz mehr. Wieso baut es sich so komisch ab? Da sind schon mystische Anzeichen. 25 Holz habe ich jetzt gesammelt. Das sind ungefähr, also es sind 100 Holzbretter ungefähr. Und diese Kuh ist genau vor mir gespawnt. Und ich weiß nicht warum, aber die sehen echt gruselig aus. Ist nur meine Meinung. Wie gesagt, ist hier das komplett durchgeschossen. Bis nach da hinten. Und hier auch bis nach da hinten. Ich finde es verrückt. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, aber das ist echt sehr, sehr, sehr komisch. In der Zwischenzeit bin ich etwas Stein holen gegangen. Da ich ein Haus bauen wollte, bin ich auch auf andere Inseln gereist, habe ein bisschen Sand geholt, bin wieder zurückgegangen zu meinem Haus und habe natürlich mein Haus mit vielen Materialien dekoriert, also eingerichtet. Ich würde sagen, los geht's mit dem Video. So Leute, die Nacht tretet schon langsam an. Ich habe mir neue Materialien schon gemacht auf dem Weg. Meine alten sind kaputt gegangen, aber ich dachte mir, ich muss keine weitere Zeit verschwenden, jetzt zu farmen, da ich schon genug habe. Und ihr könnt gerne mein Haus bewerten von 1 bis 10. Ich glaube, es ist eigentlich ganz cool. Also mir gefällt das Haus richtig. Ich würde sagen, ich könnte gleich ins Bett gehen, da mein Eisen hier schon fast fertig ist. Ich würde sagen, ich gehe schon mal ins Bett. Das wäre auch eigentlich super gut so. Wow! Wow! Das habt ihr... Wow! Alter! Was zum Geier? Was zur Hölle passiert hier? Das habe ich doch genau gesehen. Hier war jemand. So viel auf einmal ist passiert. Ich... Wow! Oh mein Gott! Alter Schwede. Niemals. Er war hier. Er war genau hier. Alter, ich baue einfach das direkt ab, oder? Oder ich lasse die Beleuchtung einfach da und gehe jetzt einfach schlafen. Das war unnormal. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe mich schon viel besser gefühlt. Aber ich hatte immer noch so ein Gefühl, dass ich beobachtet werde. Ein neuer Tag beginnt. Und bisher sehe ich noch nichts, außer dass da eine rote Fackel ist. Aber sonst sieht alles auch gut aus. Ich sehe bis jetzt noch nichts Schlechtes. Außer nichts wahrscheinlich. Also hier die Bäume, bei denen ist alles gut. Da hinten ist auch noch ein bisschen Shadow. Und hier ist eigentlich alles gut. Ich pflanze mal die Bäume wieder nach, damit ich sie hier wieder verwenden kann.
Und du. Wundervoll. Ich frage mich immer noch, ob dieses Ding hier funktioniert. Also, nicht funktioniert halt. Wie ist das möglich, dass es wassergrau ist? Ich habe das nie gesehen. Ist das neu? Ich weiß nicht. Schreib es bitte in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was das für ein Wasser ist. Okay, hier ist schon so eine Höhle. Hier ist auch so ein Wasser. Alter, das ist verrückt. Hat es irgendwas mit diesem Mythos zu tun oder ist das einfach nur das Wasser, das so komplett grau ist? Ich spring da mal rein. Schaut euch das an. Ist das nicht gruselig? Ist dieses Wasser nicht gruselig für euch? Ich finde es echt sehr, sehr komisch. So, wir gehen mal... Wow! Alter! Was war das für ein Sound? Was zur Hölle war das für ein Sound? Wieso sind hier Pilze? Wie kann das sein? Ich habe noch nie Pilze auf Stein wachsen sehen. Ob das normal ist, weiß ich nicht, aber... Aber das ist sehr, sehr komisch auch. Hier ist wieder so eine Kammer. Hier ist ein einziges Lapis. Ich baue es einfach mal ab. Hier ist sogar mehr als eins. Das ist krass. Diese Wege hier sind auch unnormal komisch. Das hier sieht mir echt ungeheuer aus. Habe ich da was gerade gesehen? Oder war da nichts? Habe ich irgendwas eingeblendet? War da irgendwas? Leute, ich weiß nicht, ob da was war. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ihr was gesehen habt, dann teilt es mir bitte mit. Aber ich hatte gerade so ein Gefühl, dass da was war. Und habe jetzt echt eine kalte Schauer über den Rücken bekommen. Solange werde ich nichts mehr finden. Aber diese Höhle ist gigantisch. Ich wusste nicht, dass so eine Höhle reinpasst in so ein... So eine kleine Insel. Also die Insel ist gar nicht mal so groß, wie man denkt. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr krass. Aber ich weiß immer noch nicht, ob da hinten was war. Und ich würde sagen, los geht es nach draußen. Diese komischen Geräusche sind für mich diese Steingeräusche. Hört ihr das überhaupt? Ich glaube schon, dass ihr es hört. Kohle. Ich brauche unbedingt Kohle. Das nehme ich mit. Aber... Sonst brauche ich in dieser Höhle auch nichts mehr. Die war irgendwie sehr, sehr gruselig, als ob ich da beobachtet werde. Ich nehme mir auf jeden Fall hier nochmal die ganze Kohle mit, damit ich für später aussorgen kann. Ich nehme hier noch auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass ich hier... Das habt ihr jetzt wirklich gesehen. Das muss man gesehen haben. Der war hier. Der war hier. Hier. Das kann ich nicht. Niemals. Das habe ich mir nicht eingebildet. Der war hier, 100%. Ich bilde es mir wirklich sehr oft ein. Aber da war er. Da war er, 100%. Hier, Redstone nehme ich mir auch mit. Steinspitzhacke, was mache ich hier? Wieso habe ich das abgebaut? Ich weiß jetzt den Grund nicht mehr. Ich habe es gefunden, Leute. Der Ausgang an die Terminator. Wow! Alter! Nee, 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 wo ist Wasser? Kann ich sehen. Wo ist hier Wasser? Oh, es ist schon gelöscht. Alter, was? Hä? Wie ist hier ein Blitz eingeschlagen? Das war sehr, sehr mystisch. Durch den Stein, niemals. Niemals. Hier in diesem Wasser ist so ein... Blub-Effekt, oder? Ich fand diese Höhle sehr, sehr mysteriös und ich glaube nicht, dass ich da jemals wieder zurückkehren werde. Ich bin erfolgreich rausgekommen aus dieser verfluchten Höhle. Ich fand das echt ein, ich weiß gar nicht mehr, aber das war auf jeden Fall super komisch. Bitte was? Wie bist du denn auf einmal gespawnt? Was? Der ist vor meinen Augen gespawnt. Vor meinen Augen. Oh. Wieso so gruselig? Wieso ist die so gruselig? Hier ist auch so ein Shadow, so ein Nebel, der hier kommt. Voll gruselig und ich weiß nicht, wo mein Haus... Da ist mein Haus.
Ich habe mein Haus gefunden. Okay, da ist... Hier ist alles voll mit roten Fackeln. Wow. So ein verdammt gruseliger Sound. Alter, über meinen ganzen Körper so eine kalte Schauer. So richtig... Wow. Wirklich beeindruckend. Okay. Okay, das ist jetzt nicht mehr zum Spaßen. Habe ich die Tür offen gelassen? Ich glaube nicht. Ich versuche irgendwie so eine Deko auszudenken für das Haus. Aber ich finde gerade nichts. Alter Schwede. Wieso sieht das so verdammt gruselig aus? Als ob aus diesem Shadow jemand so angerannt kommt. Ich fände das unnormal. Das ist ja unnormal gruselig. Alter. Ich habe jetzt das Eisen von meinem Ofen rausgenommen. Habe ein bisschen XP bekommen. Oh. Hallo. Hallo, Candyman. Ich habe Angst wegzuschauen, aber... möchtest du hereinkommen? Soll ich näher treten? Soll ich das? Oh. Nun ja, meine lieben Freunde, wenn ihr ein paar zwei wollt von diesem Mythos, schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Aber ich würde sagen, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da und aktiviert unbedingt die Glocke. Ich würde sagen, Grüße gehen raus. Jetzt.